Hallo liebe Freunde, mein Name ist Alexander Ehrlich, Honk for Hope. Ich suche seit einem Jahr in der Friedensbewegung jemanden, der einen schöneren Bart hat als ich. Jetzt habe ich ihn gefunden. Das ist der Andreas. Danke sehr. Ja. Wir sind da in Grieskirchen nach der Demo und der Andreas hat jetzt ein besonderes Ritual vor, das macht er jede Woche. Richtig, ja genau. Wir zünden Grabkerzen vom Rathaus in Grieskirchen an als Botschaft, das alte System zu verabschieden und um etwas Neues aufzubauen. Versteht man das? Ja? Okay. Und deswegen, es darf sich ändern, es darf sich wandeln, deswegen zünden wir die Grabkerzen an. Als Zeichen, dass sich das Ganze mit Wahrheit, Licht und Liebe zum Guten wendet und ändert. Und das alte System wird verabschiedet durch die Grabkerzen, was Neues darf entstehen. Danke sehr. Und somit zünden die erste an. Jawohl. Und dann die weiteren. Die Kerzen haben wir in Herzform aufgestellt, um einfach die Liebe zu zeigen. Das heißt, dass wir da nicht mit Liebe, Wahrheit, Licht und Liebe einfach hier sind, um das Ganze im Guten zu verabschieden und im Guten was Neues zu beginnen. Und nicht mit Gewalt oder Widerstand, sondern mit Frieden, Freiheit, wahren Werten, die wir haben wollen, für immer. Und nicht mit solchen undemokratischen Maßnahmen und Methoden, die wir schon sehr lange erleben. Danke sehr. Der erste Schritt, auch in Frieden und Liebe, ist trotzdem, und das sagen alle in ganz Österreich zusammen, kurz muss weg.